Hallo, da sind wir mal wieder aus Straßburg. Ska und Jan, wir berichten von der Plenarsitzung, was hier so abgegangen ist. Und ein Thema, das in Europa gerade viel bewegt, ist halt die Zukunft der Jugend. Und wir hatten eine Debatte ja auch hier im Plenum zur Jugendgarantie. Schreiben jetzt auch einen Artikel zusammen mit Terry von FYG über die Frage, wie man sich beteiligen kann als Jugend in Europa. Was geht da genau ab? Worum geht es jetzt? Das Problem ist, dass die Krise vor allem die Jugendlichen trifft. Wir haben mittlerweile Regionen in Europa, wo 50% aller Jugendlichen, das heißt unter 25, weder eine Ausbildungsstelle haben noch einen Arbeitsplatz. Also wirklich unvorstellbar. Und dagegen will die Jugendgarantie was machen. Da geht es also darum, dass jeder Jugendliche und jede Jugendliche quasi einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz garantiert bekommt. Und wir finden natürlich als Grüne, dass es vor allem eben für auch benachteiligte Jugendliche gelten soll und nicht nur die, für die, die sowieso rumjetsetten. Aber gleichzeitig braucht man eben auch eine europäische Solidarität da, weil in manchen Regionen gibt es halt Arbeitsplätze, in anderen eben gibt es vor allem Arbeitslose. Und das muss irgendwie zusammengehen. Dazu machen wir Grüne auch noch eine Jugendkonferenz im April. Da kann man sich auch noch für anmelden. Und wir machen auch einen kleinen Essay-Wettbewerb. Alle Infos auch auf skakeller.de. Und wer jetzt schon mitreden will, kann auch auf youthincrisis.eu gucken. Da sammeln wir nämlich schon Kommentare und da gibt es auch einen Appell, den man unterschreiben kann. Ja, und dann machen wir noch diesen tollen Artikel zusammen, der dann, nehme ich mal an, im Februar erscheinen wird und wo dann ganz revolutionäre Sachen drinstehen werden, auf jeden Fall. Ne? Und was ja junge Leute so auch unter anderem bewegt, ist ja auch so Fragen des Datenschutzes. Und da macht ihr ja gerade so eine kleine Weltrevolution oder zumindest eine europäische. Ne? Was passiert denn da? Ja, es ist zumindest irgendwie ein revolutionärer Vorgang, denn wir wollen sozusagen das bestehende Datenschutzrecht nochmal komplett neu aufsetzen, hoffen, dass wir das so machen können, dass wir die Versäumnisse der letzten Jahre endlich wieder sozusagen ausbügeln können. Da haben sich nämlich die Lobbyisten aus der Werbebranche und den ganzen Marketingbereich quasi Stück für Stück die Daten von uns angeeignet, indem sie gesagt haben, ach, wir fragen lieber nicht mehr, ob die Leute wirklich wollen, dass wir ihre Daten weiterschicken an irgendwelche Adresshändler oder halt benutzen zu verhaltensbasierter Werbung im Internet und so weiter. Also eigentlich wissen wir ja oftmals gar nicht mehr, was da passiert. Und deswegen machen wir jetzt eine EU-Verordnung zum Datenschutz, wo wir sagen, also in meinem Vorschlag, ich bin Berichterstatter dafür, dass die Zustimmung endlich wieder zum Grundsatz wird bei der Datenverarbeitung. Also du darfst die Daten nur verarbeiten, wenn du mich vorher fragst. Oder aber du hast wirklich ausnahmsweise ein ganz wichtiges Interesse, wie du musst dich selber schützen oder du musst ein Gesetz erfüllen, an das du dich halten musst und so weiter. Aber das sind wirklich Ausnahmen und nicht die Regel. Und da laufen uns natürlich aber jetzt die Lobbyisten halt die Bude ein, weil dann so bestimmte Sachen, die halt Google oder auch Facebook machen, in Zukunft nicht mehr gehen. Und das war ja auch gut so. Und vor allen Dingen, weil in dieser Verordnung auch scharfe Sanktionen vorgesehen sind, also dass dann auch endlich durchgesetzt wird mit signifikanten Strafen. So wie wir es so aus dem Wettbewerbs- und Kartellrecht kennen. Und ja, das wäre ein großer Schritt, aber dafür braucht es auf jeden Fall noch ordentlich Power aus der Verbraucherecke, aus der Bürgerrechtsecke. Und dann hoffen wir, dass wir dieses Jahr hier vielleicht einen Sieg beim Datenschutz einfahren können. Und ja, das ist so ein bisschen, woran wir gerade arbeiten. Letzte Woche haben wir den Bericht vorgestellt und jetzt geht es in die Änderungsphase im Ausschuss und dann wird darüber diskutiert. Ja, und Stichwort Wirtschaft, ist ja sehr viel Wirtschaft unterwegs, auch weltweit. Wir verhandeln gerade als EU über ein Abkommen mit den Staaten im Süden und im Osten von Afrika. Und irgendwie habe ich das Gefühl, da wird so getan, als macht man nun nicht mehr so einseitige Handelspolitik, sondern versucht auch gegenseitig sich zu helfen. Ist da was dran? Naja, ne? Also die Kommission hat dieses Abkommen halt fertig verhandelt. Jetzt müssen wir noch zustimmen. Und das Problem ist halt, dass die Länder, um die es geht, das sind halt Entwicklungsländer. Eins davon ist sogar ein am wenigsten entwickeltes Land. Und eigentlich war die Idee, dass man ein Partnerschaftsabkommen hat, also dass beide Seiten, vor allem die afrikanischen Länder, halt davon profitieren, damit es eben zu ihrer Entwicklung beiträgt. Aber was wir auf dem Tisch liegen haben, ist eigentlich nichts anderes als ein verkapptes Freihandelsabkommen, wo es vor allem um die Interessen der EU geht und überhaupt nicht um irgendwelche nachhaltigen Entwicklungsgeschichten oder so, überhaupt gar nicht. Und deswegen haben wir das sehr stark kritisiert und wollen auch dagegen stimmen. Jetzt gab es gestern dazu eine lebhafte Debatte, weil auch gesagt wird, ja gut, aber die Länder haben sich doch jetzt entschieden, darunter zu gehen. Sie haben aber eben vorher auch nach Änderungen gefragt und die wurden überhaupt gar nicht einbezogen.
Und von den ursprünglich 16 Ländern, mit denen man verhandelt hat, sind die meisten ausgestiegen, jetzt sind nur noch 4 da. Das heißt, es wird auch die regionale Wirtschaft total unterlaufen, weil da nämlich in einer Region, die eigentlich eine Wirtschaftsregion auch ist, verschiedene Zolllinien angewandt werden und das bringt den regionalen Handel voll durcheinander. Also entwicklungsfreundlich ist echt was anderes. Wenn die EU ein Freihandelsabkommen machen will, dann soll sie es sagen und dann aber sich auch Partner suchen, mit denen man eben quasi auf gleicher wirtschaftlicher Augenhöhe ist und nicht irgendwie andere Länder unterbuttert. Ja, das ist also überhaupt nicht schön, aber vermutlich wird es dafür morgen dann heute noch eine Mehrheit geben. Ja. Naja, andere lebhafte Debatte, ne? Gestern ging es halt sehr, aber ich habe auch gehört, bei der Korruptionsdebatte war ordentlich was am Zündeln. Was war denn da schon wieder los? Ja, man muss sagen, es wird viel heiße Luft rausgeblasen im Moment, wenn es darum geht, Korruption besser zu bekämpfen. Wir hatten ja jetzt den Fall von Ernst Strasser, der bei uns im Ausschuss war, der in Österreich für 4 Jahre in den Knast gekommen ist, dafür, dass er hier im Parlament bereit sich erklärt hat, 100.000 Euro für einen Änderungsantrag von irgendwem entgegenzunehmen. Das ist gut, dass das jetzt endlich sozusagen passiert, aber da kommen jetzt irgendwie alle und sagen, ja, Korruption besser bekämpfen ist super. Nur tun tut eigentlich niemand was so. Also die EU-Kommission hat jetzt vor letztes Jahr und das Jahr davor immer wieder so einen Bericht vorgelegt und hat gesagt, ja, wir machen da was. Alle im Parlament haben gesagt, bitte tut endlich was und es ist eigentlich immer dieser gleiche Modus, da kommt nicht so viel bei rum. Deswegen fordern wir jetzt als Grüne, dass man eben erstmal überhaupt die bestehenden Regeln, die es gibt schon zur Antikorruption in den EU-Staaten, dass man die richtig umsetzt. Das ist nämlich in vielen Staaten nicht der Fall, auch übrigens in Deutschland immer noch was zu tun. Und dass darüber hinaus jetzt gearbeitet wird an einer europäischen Staatsanwalt, denn die großen Korruptionsfälle, also wirklich Wirtschaftskriminalität, die werden heute immer noch viel zu wenig bekämpft. Die Staatsanwaltschaften vor Ort sind oftmals sogar irgendwie involviert. Also es ist wichtig, dass man vielleicht auf europäischer Ebene einen neutralen Staatsanwalt einrichtet. Dazu braucht es echt noch einiges zu tun, weil die Mitgliedstaaten wehren sich dagegen, die wollen das nicht. Also wenn es dann wirklich darum geht, was zu tun, dann sind alle wieder plötzlich weg. Insofern war die Debatte dementsprechend, das habe ich auch gesagt, so ein bisschen so ein Wiederholungsding. Ich hoffe, das wird sich jetzt mal ändern. Und wir bekommen da wirklich scharfe Maßnahmen. Das wäre wichtig. Dazu übrigens auch ein kurzer Hinweis. Im Juni machen wir auch wieder einen Polizeikongress in Hamburg, wo alle herzlich eingeladen sind. Also grüner Polizeikongress, alternativ. Wo wir aber genau über das Thema auch reden wollen. Korruptionsbekämpfung, Steuerflucht, ne, der ganze Geldwäsche-Kram und so. Ist, glaube ich, wichtig, dass wir darüber mal reden. Ja. Letzter Punkt, den wir hier noch mit ansprechen wollten, hat mit Bangladesch zu tun. Ja, quasi top Sonstiges. Wir haben auch noch ganz wichtige Resolutionen eigentlich diese Woche im Plenum. Da geht es unter anderem um Feuer in Textilfabriken in Bangladesch, weil da hat die EU schon eine Mitverantwortung, weil Bangladesch der größte Textilexporteur ist in die EU rein. Das heißt, da zu gucken, was sind die richtigen Arbeitsstandards etc., das ist auch eine gemeinsame Aufgabe. Und dann haben wir auch noch eine Resolution zu Gewalt gegen Frauen in Indien, ganz großes Thema momentan, wo wir eben auch Indien auffordern, da aktiver zu werden. Aber in Indien ist die Debatte natürlich auch sehr groß und sehr weit und wir hoffen mal, dass da wirklich gute Maßnahmen, die auch ganz krass und ganz konkret umgesetzt werden, rauskommen. Ja. Sehr gut. Dranbleiben und wir sind dann auch wieder da, schon in 3 Wochen, die nächste Straßburg-Woche. Bis dahin sagen wir tschüss!